So, YouTube. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind hier gerade in einer schrecklichen Szene. Und werden jetzt die Zeugen befragen und versuchen aufzudecken, was hier alles passiert ist. Frag, okay. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. So sieht's aus. Wer hat etwas gesehen? Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Jakob, okay, der alte Stallbursche. Jakob. Er schlug sich sogar mit denen. Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Sonst fällt mir niemand ein. Okay, erzähl mir noch vom Überfall. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smell und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Sprich weiter. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Mill etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Okay. Ein großer, schwarzer, gekleideter Kerl unter ihnen. Konntest du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hünen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Welche Stimmen hast du gehört? Hast du die Stimmen erkannt? Nein, aber sie sprachen Tschechisch, fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Gab es Streit? Ja, es muss etwas passiert sein. Oh. Wo kam der Lärm her? Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Ah, schade. Es herrschte Chaos. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Auf Wiedersehen. Okay, Zora wurde befragt. Wie kann man nur so grausam sein? Mhm. Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Okay. Warum tut man so etwas? Jakob, der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Ja. Okay, zeig mir deinen Arm. Bin kein Waffenknecht. Zeig mir deinen Arm. Uff, oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, du nutzloser Dreckslump? Oh, Misserfolg. Schade. Ich habe Erste Hilfe nicht gedingst, nicht? War ein großer, schwarz gekleideter Kerl unter ihnen? Es gibt da diesen Kerl. Einen schwarz gekleideten Hünen mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Wie wurdest du verwundet? Wie hast du dir diese Wunde zugezogen? Hab Stimmen gehört, also bin ich nach draußen. Da sehe ich, was sie mit den Pferden gemacht haben. Hab die Bastarde angebrüllt. Einen hab ich am Umhang erwischt und auf ihn eingedroschen. Ohne Waffe? Nur mit deinen Fäusten? Ja, aber der Drecksack hat mir ordentlich eingeschenkt. Zum Glück kamen die anderen und diese Maden hauten ab. Sein Umhang ist aber noch da. Das ist gut. Hilf mir. Kannst du mir helfen? Dir helfen? Wie hast denn du mir geholfen? Das ist auch wieder wahr. Okay. Alles Gute. Ich glaube, ich muss alles machen, nicht? Okay. Was in aller Welt ist dir geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen. Kurz vor dem Morgengrauen. Okay, warum haben sie das Und getan? Du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. Okay. Möge Gott über dich wachen. Dann haben wir ihn auch befragt. Die hier konnte ich nicht befragen, nicht? Okay. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Boah. Schlossknacken schwer. Okay, einfach nur ein Lagerraum. Da sind die Pferde gewesen.
Hier ist auch Ende im Gelände. Wo sind die anderen Leute? Dann müssen die ja irgendwo hier sein. Oh ja. Wie kann man nur so grausam sein? Den da hat's von hinten erwischt. Drüben beim Hauptstall sind noch mehr. Hm, super. Was ist denn das hier? Ah, das sind Baumstämme. Ich dachte, ein Rohr oder so. Da kommt man kaum rüber. Dorfbewohner. Dorfbewohner. Uninteressant. Was sechs hier? Dies denn, nicht? Ah, oh, aber das hier. Beinwell. Das lässt sich doch gut zu Geld machen. Und wir trainieren Stärke dadurch. Ich glaube, das war gar nicht dumm. Ich glaube, wenn wir auch wieder ein paar Blümchen in der Tasche haben, in der Tasche, dann haben wir auch wieder Blumenmädchen. Sehr gut. Dann können wir wieder die weiteren Leute befangen. Eigentlich recht idyllisch hier, nicht? Ohne die Leichen so am schönen kleinen See. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Hier auf jeden Fall Spuren. Oh, Kamille nehmen wir auch nochmal mit. Aber die anderen. Dorfbewohner. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Rosse, doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Okay, mit denen können wir nicht reden. Wie kann man nur so grausam sein? Wie kann man nur so grausam sein? Okay, Wächter. Warum du? Du hast Brutalität. Doch niemandem was getan. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Oh, hier war Reden. Wie kann man nur so grausam... Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Okay, machen wir. Diese sinnlose Brutalität, wie kann man nur so grausam sein? Okay, bei denen sagt er immer das Gleiche. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nix. Aha. Was ist hier geschehen? Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Woher kamen sie? Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein, hab gar nichts gesehen. Und bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Okay, suspekt. Okay, Dietriche haben wir nicht. Ah, die könnte ich bei unserem Müller kriegen, ne? Hallo Pferd. Gleicher Mut, bisschen schneller, mehr Kapazität, mehr Ausdauer. Auch interessant. Später kann man die ja durchaus kaufen. Blauen Blumen kann man nicht pflücken. Zack. Ein Schießstand. Und ein bisschen Beinwell. Und Kräuterkunde noch ein Level erhöht. Das ist super. Reparieren. Oh, da sind wir auch aufgestiegen. Frisch gewaschen. Trägst du frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um einen Punkt erhöht. Oh. Sieh mein Stiefel, wenn du Stiefel trägst, die du selbst repariert hast, verbrauchst du beim Schurten 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger spurten. Oh, das finde ich gut.
20% schneller, wenn ich die Stiefel selber repariere? Das ist ja perfekt. Weil ich will ja alles reparieren, nicht? Ist gut. Nehme ich einfach mal. Trinkfestigkeit erst auf 3. Reiten auf 2. Jagen bald auf 4. Heimlichkeit auch gerade mal auf 1. Das muss auch noch mehr werden. So, wo ist der Hinweis, den wir brauchen? Was müssen wir denn noch machen? Sieh dir in der Gegend um, befrag die Überlebenden. Okay, also hier sind wir zu weit draußen. Dann laufen wir mal wieder zurück. Oh, 15 Mut, 38 Geschwindigkeit, 350 Ausdauer. Heiski Peiski. Das sind Kampfpferde hier hinten. Ah, da ist ja noch ein Gebäude. Schlossknacken, Schlossknacken. Haben wir Hunger? Nee, wir sind sowas von satt, satt. Ah, hier in der Ecke könnte noch was sein. Auf jeden Fall noch ein Pferd. Ringelblumen? Oh ja, Ringelblumen sind auch immer gut. Nehmen wir mit. Oh, hier ist ja ein ganzes Ringelblumenfeld. Boah. Jetzt sammeln wir schon richtig gut ein. Zack, alle weg. So muss es nämlich gehen. Weniger bücken, mehr Erfolg. Ah, hier an der Schmiede vielleicht. Ah. Schlossknacken. Oh, auch nur Schlossknacken, nee. Okay, das ist einfach nur abgefackelt. Ein Sack Reis ist in China umgefallen. Und hier eine Tonne. Ah. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Okay. Oh, Johanniskraut. Das nehme ich auch. Ah, ich weiß noch, ich kann mich jetzt erinnern. Ich weiß, was ich hier ewig gesucht habe. Und zwar müssen wir, glaube ich, so einzelne Spuren jetzt immer anklicken. Die hier irgendwo sind. Okay, er hat schon alles kontrolliert. Warum muss ich das noch machen? Hier. Okay, ist keine Spur. Oh ja, noch so ein schöner Pulk von Pflanzen. Kommt her in meine Taschen. Oh, alles weggefrühstückt. Geil. Das ist einfach so schön. Hier. Sie ging tiefer hinein. Ganz bestimmt. Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt.
Erkunde die Lichtung im Wald. Na gut. Welcher Wald? Welche Lichtung? Die hier. Irgendwie habe ich nichts ausgerüstet. Oder ist das schon wieder hier nicht ausgerüstet? Und warum haben wir nur 30 Jagdpfeile? Habe ich nicht erst 30 gekauft? Aber ich hatte doch noch welche, oder? Durchsuche den Banditen. Welchen Banditen? Ich glaube, hier ist gerade irgendwas passiert, was nicht passieren hätte sollen. Jawohl. Neue Stufe und neuer Spezialisierungspunkt. Ah. Blutiger Hufkratzer. Sieh an, ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Und wir können uns doch schon denken, wer das ist, oder? Ich glaube, das sind die Leichen, die so aneinander datschen. Hat sich angehört, als ob da oben drauf noch jemand ist, aber nee. Okay, ich dachte, ich muss kämpfen. Was ist da los? Okay, will ich gar nicht wissen, warum da 6 Leute durch den Wald rennen, die 7 Zwerge, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall mit Stärke noch ein bisschen mehr Traggeschwindigkeit skillen, glaube ich. Ich nehme einfach zu viel Scheiße mit. Oh, ich glaube, ich bin am Limit. Pebbles! Nein, Pebbles. Ich will dich nicht vergleichen, ich will aufsetzen. Überladen! Ich bin zu überladen, um überhaupt aufs Pferd drauf zu kommen. Okay, wir haben ja einen Wert an Stärke. Da haben wir 2. Wildschwein, du kannst Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du beim Spurten antrempelst. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Nicht wahr? Das brauche ich gar nicht probieren. Eng umschlossen. Deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Klingt gut. Fest im Griff. Deine Chance, den Gegner in einer Umklammerung zu überwältigen, ist erhöht. Das hatten wir schon. Leichen tragen. Packesel 1 haben wir schon, nicht? Und ansonsten haben wir noch Bollwerk. Das war das mit dem Schild. Packesel 2 kriegen wir ab. 8. Wir sind bei 6. Okay. Wird uns also nicht viel helfen. Aber eng umschlossen? Klingt gut. Dann lernen wir das. Vitalität. Ja, da konnten wir dickes Blut. Wäre gar nicht schlecht. Dann kommt eine gesunde Ernährung mit 6. Wir sind bei 4. Na, das heben wir noch auf. Und Redekunst wollten wir auch aufheben. Jagen wollten wir aufheben. Okay. Achso, aber ich wollte irgendwas abwerfen vielleicht. Vielleicht irgendwas, was nicht mehr haltbar ist. Super. Das geklaut. Oder was bedeutet das? Ja, nicht? Das ist geklaut. Okay, dann lassen wir das fallen.
was geklaut wurde. Dann kriegen wir keine Probleme. Hoffe ich. Okay, sieht gut aus. Und dann müssten wir auch schneller laufen können. Kommen wir so aufs Pferd? Jawohl. Ja. Ein Win-Win. Ja. Na, ich kenne noch keinen Healer. Das heißt, ich kann mit den Sachen noch nichts anfangen. Ja. Wieso? Wieso? Ja. Oh, fragen wir mal den Hauptmann. Oder sie. Hufkratzer. Weißt du zufällig, wem dieser Hufkratzer gehören könnte? Man benutzt ihn, um Hufe zu reinigen, deshalb dachte ich... Ich weiß, wem er gehört. Warum fragst du? Wo hast du ihn her? Im Wald. Die Schurken, die noch am Leben waren, sprachen darüber. Mein Gott. Wie konnte er? Ich verstehe nicht. Ich mag's kaum glauben. Was meinst du? Rotschopf? Er benahm sich merkwürdig. Alle waren erschüttert. Aber er konnte mir nicht mal in die Augen schauen. Und jetzt ist er verschwunden. Hat niemandem auch nur ein Wort gesagt. Rotschopf, sagst du? Könnte es eine Verwechslung geben? Er hat sich verdächtig verhalten. Dir ist es also auch aufgefallen? Heilige Maria. Ich will nicht mal dran denken. So viele Tote. Okay, ich glaube nicht, dass er das mit zu schaffen hat. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Ich versuche, ihn zu finden und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Komm bitte danach zu mir und sag mir, was wirklich geschah. Auch wenn du mir nur sagst, wo seine Leiche liegt. Okay. Wo könnte Rotschopf denn stecken? Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Keine Ahnung. Jakob hat ihn eingestellt. Versuch's bei ihm. Okay. Möge Gott über dich wachen. Jakob, der nicht sehr aussagefreudig war. Hufkratzer. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Mhm. Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen Deswegen hat. Deswegen verschwindet er auch. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Versprochen. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaub, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Alles Gute. Das klingt nach einem einfachen Plan, nicht wahr? Okay, jetzt sagen wir das noch dem Hauptmann und dann würde ich sagen, werden wir uns auf die Suche begeben. Vielleicht gehen wir vorher aber noch verkaufen wieder. So ist der Hauptmann weg. Hallo, Hauptmann? Hauptmann Bernhard? Gut, das ist spät, nicht? Da würde ich auch nach Hause gehen. Und Feierabend machen.
Ich drücke immer C. Dann drücke ich E, um da rauszukommen. Das klappt natürlich nicht. Dann muss ich Escape drücken und dann kann ich erst X wieder drücken. Ich komme immer auf die falsche Taste. Weiß nicht wieso. Okay. Aber ja, bevor wir dann das machen, auch erstmal nach Hause, nicht? Es wird dunkel. Wäre cool, wenn wir vor der Dunkelheit zu Hause ankommen könnten. Wir könnten gucken, ob wir eine Abkürzung nehmen, über diesen Weg hier hinten am Wasser irgendwie rankommen, bevor es hochgeht. Vielleicht hier durch den Wald, das kann gefährlich werden. Vielleicht lieber über die Felder. In Wäldern sind manchmal Banditenbanden, die, ja, sag ich mal, mit denen echt nicht zu spaßen ist. Die Frage ist, wie tief geht das da hinten runter? Wir sind hier nämlich schon auf der Hochebene. Nicht, dass wir hier runterfallen. Ich will gar nicht wissen, was das war. Da hat irgendjemand geschrien und wer hat mein Gold geklaut? Damit will ich nichts zu tun haben. War es nicht sogar so, dass das Pferd automatisch dem Weg folgt? Wenn man Shift drückt? Ja, tut es. Das ist zum Beispiel richtig gut. Dann kann man nämlich in Ruhe einen Humpen in die Hand nehmen, trinken, Prost. Und die Reise genießen. Ich glaube, wir hätten eben drüber gemusst, nicht? Wir haben entdeckt eine Mühle. Und ich häng... Hallo, Pferd, Pebbles? What the fuck ist gerade passiert? Es hat sich irgendwie über den Busch katapultiert. Aber wir wollten nicht zu dieser Mühle. Wo war der Übergang? Hier, da ist sie. Oder? Nee. Irgendwo gab es doch hier gerade eine Brücke. Autsch. Oder habe ich das geträumt? Hier. Habe ich nicht geträumt. Ja. Aber jetzt sind wir nämlich südlich und unterhalb von Rattay. Dunklen, engen Wälder hier. Boah, ich glaube, das ist keine gute Idee, was ich hier gerade mache. Ein Bildstock. Aber gut, wir haben ja ein Pferd, also. Ich schlitz dich auf, du Lumpen. Ja, ja. Das dachte ich mir nämlich. Warum liegt der am Baumstamm? Nee, 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 aber jetzt... Wir haben lange nicht gespeichert. Oder? Wir haben aber einen Bogen. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Jesus Christus, hab Erbarmen! Ich gebe auf, siehst du das nicht? Okay. Wenn er zahlt. Ich lass dich gehen, aber das wird teuer. Oh, sei es. 32 Groschen. Sehr schön. Und wir kriegen unseren Pfeil sogar wieder. Ja, wo war die Wache, als ich sie brauchte? Wo warst du? Wer ist da?
Sieh Ach du an, Scheiße. Was da unter einem Stein hervorgekrochen. Das wird eine. Ah. Okay. Ach Mann, warum kam denn dann ein zweiter? So. Ah. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. So, wenn er zahlt. Lass dich gehen, aber das wird teuer. Nun gut. Das ist eine Wache. Nochmal 39 Groschen. Dadurch, dass ich nicht rennen kann und die Bewegungen echt alle so arschlangsam sind, nicht? Ich habe den Bogen gerade weggesteckt und dachte, das ist eine Wache, weil er Licht dabei hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Bandit hier mit, Feuertagsbelichtung rumrennt. Also, na gut, den Fall werde ich nicht wiederfinden. Aber hey, wir haben 60, 70 Taler verdient durch die beiden. Ah, schon wieder E gedrückt. Das X ist so unintuitiv. Ja, aber die Ecke hier ist echt gefährlich. Das ist keine gute Idee zwischen den beiden Mühlen. Ich hoffe, das waren die letzten. Und jetzt ist es richtig dunkel geworden. Shitty. Man kann die übrigens auch umbringen, aber dann kann man durchaus als Mörder enden, auch wenn das Verbrecher sind. Also da muss man aufpassen. Vor allem muss man die Leiche verstecken. Wenn die Leiche gefunden wird und man irgendwie identifiziert wird anhand von irgendwas, ja, das hatte ich schon mal. Das ist dann nicht so lustig. Ah, hier gibt es einen kleinen Weg hoch. Gut zu wissen. Ah, und hier müsste doch unsere Mühle sein. Nee, das noch nicht. Das hier sind die. Ich häng fest hier, aber das müsste so sein. Hallöchen, Köter, da sind wir. Guck mal, was ich hab. Ich hab ein Pferd inzwischen. Ich bin weit gereist und hochgekommen. Turnierwette eingehen? Oh. Ich hätte Interesse fürs Turnier zu wetten. Aber sicher doch. Auf was kann ich setzen? Halten wir es einfach. Du kannst darauf setzen, dass du das Turnier gewinnst. Sofern du denkst, dass du das schaffst. Nicht jeder hat das Zeug dazu. Hm. Falls du verlierst, ist dein Einsatz weg. Aber falls du gewinnst, bekommst du das Doppelte zurück. Zusätzlich zum Preisgeld von Herrn Hanusch. Eine redliche Sache, oder? Was meinst du? Hm. Ach, mir ist nicht danach. Nee, das ist mir noch zu teuer. Erzähl mir von den anderen Müllern hier. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erst mal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Oh, Wolfram. Ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde. Okay, Simon. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker. Selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Okay. Also Simon, mit dem ist nicht zu spaßen. Wojcik oder Wojcik, den können wir helfen. Würdest du mir Taschendiebstahl lehren? Kannst du mir Schlossknacken beibringen? Nee. So, wo ist Theresa? Die pennt wahrscheinlich schon. Okay, vor dem im Bett gehen nochmal waschen. Boah, aber das war ein ganz schöner Tag. Ah, da ist sie. Du bist wahrlich eine Augenweide. Oh. Okay, das hier ist ein DLC, der dann startet. Muss man wissen. Wo hast du den Hund her? Wo hast du den Hund her? Er kommt mir bekannt vor. Erkennst du ihn denn nicht? Köter, der Hund vom Skalitzer Fleischer. Ah, natürlich. Als ich dort war, um meine Eltern zu begraben, bewachte er seine Leiche. Ein treuer Freund. Warum ist er hier? Als wir dich hierher karten, nahmen wir ihn mit.
Seitdem treibt er sich hier bei der Mühle herum. Und wie denkt der Müller über den Hund? Er mag ihn nicht. Wie das? Wenn er ihn sieht, brüllt er und sagt, dass er nun noch ein Maul zu stopfen hat und ihn häuten wird. Ah je. Das änderte sich auch nicht, als Köter einen Hasen aus den Wäldern brachte. Gegessen hat er ihn aber natürlich gerne. Ich könnte mal mit ihm reden. Das wäre Zeitverschwendung. Hört Köter auf dich? Auf mich? Nicht besonders. Er hat seinen eigenen Kopf und ich bin nicht streng genug. Ah, verwöhntes Biest. Er kennt einfach nicht viele Kommandos. Aber um ein Stück Fleisch betteln, das kann er gut. Wie geht es ihm? Deutlich besser. Ich werfe ihm Fressen zu, wann immer mein Onkel gerade nicht hinsieht. Verhungern wird er nicht. Seit wann kümmerst du dich um ihn? Prinzipiell, seit wir hier sind. Manchmal läuft er weg, aber er kommt immer zurück. Oft ist er den ganzen Tag fort. Ich glaube, er streunt gerne umher. Schlecht scheint es ihm nicht zu gehen. Ja. Ich mag ihn, aber er erinnert mich zu sehr an Spitzer, weißt du? Ich will nicht immer an Skalitz denken. Aber vielleicht magst du ihn ja mitnehmen. Oh, keine Begleiter, nicht? Ihr würdet euch sicher gut verstehen. Er ist ein feiner, liebenswerter Hund. Bei dir wüsste ich ihn in guten Händen. In der Schmiede hatten wir nie einen Hund. Wir brauchten keinen. Komm schon. Er hat niemanden. So hört doch dich. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich kann nicht. Ihm könnte an meiner Seite etwas zustoßen. Wir leben in unruhigen Zeiten. Aber er ist so ein Ding. Er kann auf sich aufpassen. Nein. Hier geht es ihm besser. Nun, dann halt nicht. Sehr schade. Okay. Wie geht es dir so? Mal ein bisschen nett fragen. Wie geht's dir so? Ich denke immerzu an Skalitz. Ja. Das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Jetzt ist es mir leider zu spät. Hol mich untertags ab. Dann gehe ich gern ein wenig mit dir spazieren. Wie die verehrte Frau wünscht. Du Schelm. Okay, aber nicht, wenn wir gerade Morde aufklären müssen. Ich habe dir was mitgebracht. Haben wir irgendwas, was wir dir geben können? Ich habe dir etwas mitgebracht. Getränk? Schmuck? Nee. Ist zum Beispiel, warum geht nicht das Inventar auf und man kann reingucken, nicht? Wenn ich jetzt da jetzt schon eine Kategorie festlegen muss, ich weiß ja gar nicht, was ich davon dabei habe. Auch blöd. Fragen über Skalitz. Ich wüsste gerne. Okay. Reicht uns erstmal. Was habe ich denn bei, was ich hier geben könnte an Schmuck? Ein Kommunionskelch. Okay, wir werden aber mal ein bisschen was ablegen. Das ist das, was da drin liegt, nicht? Au, das können wir morgen mal verkaufen in der Stadt, die Kräuter. So, Salz heben wir auf. Die Reparatursets, die können wir mal verwenden, bevor ich die ablege. Aber die nehme ich auch nicht immer mit jetzt. Die sind ja auch schwer. Anwenden auf die Armschienen. Oh. Kleines Schneiderset. Ist alles okay oder kann ich repariert werden? Was habe ich jetzt abgelegt? Warum sind die Sachen da drin? Das ist jetzt das, was hier drin ist, nicht? Okay. Aber warum habe ich das nicht verkauft? Warum habe ich Hasenfleisch dabei, was schlecht wird? Ach, das hatte bestimmt einer der Dings dabei, einer der Bösewichte. Okay, was wollen wir denn nicht? Also das können wir hier lassen, das können wir hier lassen. Den will ich erstmal nicht verkaufen. Die Karten. Und das wollen wir verkaufen.
Das Bier können wir gleich mal trinken noch. Oder morgen früh, nicht? Da startet der Tag richtig gut mit einem schönen Pumpen Bier. Besser als Wasser im Mittelalter. Die Arbeitsstiefel, die können wir verkaufen. Die Beinlinge können wir verkaufen. Die Beckenhaube können wir verkaufen. Plattenellenbogen, die können wir anlegen sogar. Oh, ein robuster Gambeson. Vielleicht ist der besser als das, was wir haben sogar. Wollte ich auch nicht ablegen. Waffen. Vielleicht ein paar der Pfeile. Das können wir alles verkaufen gehen, oder? Das Schwert hier, 110, das ist gut. Aber wie viel kriegen wir dafür? 40, 50 dann bei dem? Okay, wahrscheinlich das Einzige, was ich ihr geben könnte, wäre Biancas Ring, nicht? Okay. Ja, eigentlich können wir nur die ganze Scheiße verkaufen, die wir jetzt dabei haben. So. Sichtbarkeit würde höher gehen, Auffälligkeit runter. Oh, Rüstung würde sogar weggehen. Das heißt, wir haben irgendwas Besseres an. Ah, die Armschienen hier, die sind besser. Sind 230 wert, die nur 37, das ist ja nix. Das Ding gegen den Körpergewandung. Die hier, alles klar. Wäre auf jeden Fall mehr auffällig, mehr Geräusche, deutlich mehr Geräusche. Und dafür geringfügige mehr Körperrüstung. Ah, ist jetzt auch nicht so das krasse Teil, nicht? Bin ich lieber nicht so laut, solange ich noch nicht so gut bin. Ich meine, ich könnte auch den hier halt reparieren lassen. Der wäre auf jeden Fall besser. Aber müsste natürlich teuer repariert werden wahrscheinlich. Oder eventuell habe ich einen Schneider... Warte mal. Nee, der ist zu kaputt, dass ich ihn beheben kann, ne? Aber ich kann ihn mal anziehen, dann verkaufe ich ihn nicht aus Versehen. Okay, ab ins Bett. Und schlafen. Oh, schon 24 Uhr. Energie. Die Leben machen ja eh erst irgendwann auf, nicht? Dann können wir auch länger schlafen. Aber wir laufen auch langsam hin, darf ich nicht vergessen. Oh, und wir haben Hunger. Vielleicht schleichen wir uns gleich in ein Haus und essen da mal was. Okay. Ich wollte aufstehen. Aha, jetzt kommt er wieder runter. Aufstehen. Mann, endlich mal. Aus dem Topf essen. Wunderbar. Dann brauchen wir nicht irgendwo einbrechen. 92 satt. Oh, schön Tür schließen hinter uns. Wir sind nicht in der U-Bahn geboren. Und hallo Köter. Ah, aber wahrscheinlich kann ich auch nicht aufsetzen. Oh Mann. Ja, shit. Wenn ich so überladen bin. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg hoch in die Stadt. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ich oben bin und die Sachen verkaufe. Bis gleich.